Flo, wie ist gerade die Gefühlslage bei dir nach dieser turbulenten Schlussphase? Ja, also erstmal freue ich mich über mein erstes Tor für den SVWW. Und wir haben alles reingeschmissen ins Spiel, super Mentalität gezeigt, noch das 1-1 in der Nachspielzeit gemacht. Ich glaube, es war sogar noch mehr drin, aber wir sind trotzdem glücklich über den Punkt hier. Stichwort Mentalität, wenn man sieht, zur Halbzeit mussten Beppo und Kempes verletzt raus. Trotzdem habt ihr nicht aufgesteckt und auch bis zum Ende, bis zur scheinbar sechsten Minute der Nachspielzeit dran geglaubt. Wie stolz bist du auf die Mannschaft heute? Ja, da sieht man einfach, dass wir auch von der Bank Qualität bringen und jeden ersetzen können. Und das machen wir super und bin ich super stolz auf die Mannschaft, dass wir da jetzt noch den Punkt geholt haben und alle reingeschmissen haben. Ein letztes Mal der Fokus zur turbulenten Schlussphase. Beschreib das Tor mal, so wie du es erlebt und wahrgenommen hast. Ja, ich glaube, es sind alle 22 Spieler, auch Tim Boss, mit im Strafraum. Ich stehe einfach, glaube ich, nur richtig und habe das Glück, dass der mir leicht auch noch über den Schlappen rutscht und dann rechts unten reingeht. Also Emotionen pur. Glückwunsch, danke. Dankeschön.